Auf der anderen Seite des Sumpfes wartete ein beeindruckendes Haus. Das muss Merlys Villa sein, rief Peach voller Freude. Jetzt mussten sie nur noch das reine Herz finden. Aber wann waren die Dinge je so einfach für Mario? Voller Anspannung drangen unsere mutigen Helden in die Marys Villa vor. Ja Leute, willkommen zurück zu Super Paper Mario Kapitel 2.2. Kniffe, Fallen und Vergnügen. Passt irgendwie nicht so zusammen. Macht aber nichts. Wir sind in Marys Villa. Okay, noch nicht drin. Hallo. Ah, ja, Luigi's Mansion, ne? Ein Block. Mein Straße, mein Haus, mein Block. Bom, 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 bom. Okay, ich hasse die Musik, aber egal. Hat gut gepasst. Guten Abend, bist du das Haustier? Achso. Ich hab ja... Au. 3D Rule. Bin ich tot? Ach, das schmeißt mich wieder raus. Oh mein Gott. Hat die aber unfreundliche Haustiere. Na du. Was ist das eigentlich für ein Schweif da? Das ist ja... Okay, selbst in der 3D-Ansicht ist mit denen nicht zu spaßen. Aber es wird wohl einfacher sein. Huah! Huah! So wird's gemacht. Was haben wir hier Schönes? Bombe hingelegt erstmal, ja klar. Was gibt's hier? Hm. Pixelwechsel! Ich hätte gerne Wuffowitz zurück. Warum kann ich das da nicht nehmen? Was ist denn das? Tippi! Eine Kristallkugel scheint keine Besonderheiten aufzuweisen. Sie verarschen. Geh mal einfach durch die Tür. Ah, das Hausmädchen vom Dienst. Oh, das hat aber lang gedauert, hey. So, guten Tag. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen in Marys Villa. Ich bin Lady Millies Hausmädchen Mimi. Aber ihr dürft mich auch Mimilein nennen. Wir wollten Lady Millie sprechen, nicht wahr? Also Lady Millie ist im ersten Stock im hinteren Raum. Geht einfach rein, aber passt auf. Geht bloß in keinen anderen Raum, sonst passiert was. Viel Spaß noch, ja? Mimi habe ich schon mal gehört. Das war diese Verwandlungskünstlerin bei Graf Nickwitz. Ich komme hier rein. Ein Pilz. Das ist eine Falle. Ja, toll. Oh. Oh mein Gott. Buhus. Schön, euch wiederzusehen. Aha, oder auch nicht. Toll. Das ist ein bisschen sehr... Achso, so geht's besser, ja. Ein bisschen sehr kurzes Vergnügen. Aber ich habe schon eine Idee. Pixelwechsel! Kawumso! Kawutz! Ah, jetzt steht so ein Arsch im Weg. Arsch kann die auch erledigen, seit wann sowas. Aber okay. Zack. Na, also. Jetzt sind wir wieder hier. Och, Leute. Finde ich jetzt aber gar nicht lustig. Ich wusste nicht, dass wir wieder in der Mitte angefangen haben. Ich dachte, wir wären wieder ganz am Anfang, wo der Pilz an der Schnur hängt. Jetzt bin ich schlauer. Moment mal, sieht man das nicht? Nee. Uah! Das ist ja Verarsche hier. Komm ich denn da rein? Gar nicht. Uah! Doof. Gibt es hier vielleicht noch einen Abgrund, der woanders hinführt?
Oder ist das wieder der? Dumme Frage. Gut, irgendwie kann ich hier noch nichts lösen. Nerv mich nicht mit deinem Pilz. Sollte ich hier weitergehen? Ich weiß nicht, der schmeißt mich hochkant raus. Dann gehe ich halt wirklich mal oben lang. Drei wunderschöne Türen. Ich weiß gar nicht mehr, in welche wir gehen sollen, laut Mimi. Ich gehe einfach mal. Ach, das ist doch so verarscht. Ja. Die Fallgrube öffnet sich nur. Nimm das. Bomben! Fallgrube scheint sich nur zu öffnen, wenn ich den Pilz nehme. Ich tapp ja auch in alle Fallen. Das ist auch gut so. Ich will wissen, was passiert. So, gewitzter Sprung. Ey, hier ist ja gar nicht. Oh. Toll. Das ist alles nur Verarsche, oder was? Nächste Tür. Ja. Okay, es sind Münzen. Die sammle ich halt wirklich ein. Zack, zack. Hier irgendwo. Falle ich wieder runter. Ja. Ja, das war jetzt schon klar irgendwie. Aber es sind Münzen, die will ich haben. Fledermäuschen. Na, komm schon her. Auf, du noch. Okay, wir haben hier eine klare Münzspur. Ich will die anderen eigentlich auch haben. Come on, and jump. Scheißdreck. Den in der Mitte lassen wir dann einfach mal da, weil ich keine Nerven mehr dafür habe, hier runterzufallen. Aber die anderen will ich noch haben. Oh, das war so dumm. Kann sich auch nicht so gut merken, wo das eigentlich war. Jetzt hätte ich... Ach komm. Hin da. Ich will weg. Wir essen zeitig. Spaghetti Bolognese. Hier ist noch Boden. So. Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Warum ist hier nichts? Blödmänner. Dumme. Dumme. Dinger. So, jetzt mach ich mich aber weg hier. Ab in die letzte Tür. Das wird die gewesen sein, von der die dumme, blöde, gute Kuh gesprochen hat. Ich habe auch nichts mehr übrig. Und? Guten Tag. Hallo. Fallgrube. Was ist das für ein Kram? Ah, das ist natürlich wieder sehr attraktiv. Ah, schön. Ich, geil. Super. Bleib bloß in der 3... Obwohl, wir müssen ein bisschen Energie sparen. Sieht nicht gut aus, was? Komm, jetzt beeil dich. Na gut, und jetzt? Auf den ersten Blick kann ich nichts erkennen. Oh, es geht... Ach, na, also. Wer sagt's denn? Das ist doch ein Service hier. Ah, okay. Und weiter, weiter, weiter. Komm, komm, komm. Nein! Ach, Hund. Mach wieder dran. Ich denke, das liegt komplett an der Wand.
Kann das Ding sich nicht mehr beeilen? Okay, heute ein bisschen ungeduldig, aber hey! Zeit ist Geld, oder? Und Geld haben wir keins. So. Hat mich gefreut, euch kennengelernt zu haben. Komm jetzt hoch damit. Es geht immerhin schön schnell. Aufgepasst. Ich hoffe, so funktioniert's. Wehe, wenn nicht. Das nenne ich mal Skill. Beeil dich doch. Komm, Nagelbett, mach mich kaputt. Hallo. Ah, schön, euch kennengelernt zu haben. Bomben. Auf, gib Gummi. Die hat eine bescheuerte Villa, ey. Meine Güte. Was mich ein bisschen wundert, dass es Kapitel 2.2 ist, ne? So, jetzt gucken wir mal, was da oben Schönes gibt. Na? Du erhältst Hausschlüssel, öffne eine Tür in Mellys Villa. Oha. Bomben. Bald mal. Na egal. Den einen Energiepunkt kann ich mir leisten. Toll, was bringt es mir jetzt eigentlich so? Ach, ich sollte gar nicht da hoch, wo ich hochgegangen bin, sondern hier lang. Na egal. So, machen wir uns also aus dem Staub. Und dann können wir unten die Tür öffnen, wo dieser, ich will nicht sagen Kettenhund dran war, aber... Na toll, wenn er mich wieder rausschmeißt, was dann? Und? Ihr könnt sie nicht finden, das ist ja ein Ding, was? Ich weiß, dass Lady Melly irgendwo in der Villa ist. Seht überall nach. Okay, was machst du mit dir? Bomben. Was ist los? Obwohl, so weit war der Weg gar nicht. Bis dahin. Ihr seid zwei, hey. Scheinbar gibt's nur die. Da mit der Glaskugel, da wird sich noch irgendetwas tun. Bin ich mir sicher. Da erscheint die dann, oder was weiß ich. Ja, und der Speicherpunkt ist eigentlich auch gut platziert. Nein, du lässt mich in Ruhe. Ey, Mann, warum... Muss ich den jetzt besiegen? Dämlich. Ich wollte eigentlich so die Tür öffnen, an dem vorbei mich mogeln, aber geht nicht. Kann man euch so vielleicht besiegen? Komm mal her. Ich mal so, fügt das euch Schaden zu, Mann. Was seid denn hier für welche? Mit Peach können wir nichts machen. Mit Wurfowitz können wir nichts machen. Oder mal gucken, hat er einen anderen Schwanz gehabt? Nee. Dasselbe Kram. Kann ich die Bombe nicht kicken wie ein Bomberman? Nee. Bleibt mir nichts anderes übrig. Komm. Wir versuchen es so oft wie möglich.
Ach, scheiße. Er hat mich aber noch nicht. Haha. Okay, Leute. Bis zum nächsten Part und ciao.